Guten Tag, Herr Lang. Guten Tag. Wie geht's Ihnen so? Ich bin ein bisschen müde, aber ich freue mich sehr auf das Interview. Insofern geht's mir gut. Wir auf jeden Fall, wir auch auf jeden Fall. So, wir stellen ja halt Ihnen Fragen und Sie versuchen das ja so gut wie möglich zu beantworten. Und zwar, was denken Sie, wie unsere Schule in ein paar Jahren aussehen wird? Also ich denke, rein optisch wird sie wahrscheinlich nicht sehr unterschiedlich aussehen. Ich denke, was sich verändern wird, wenn das mit der Frage gemeint ist, dass der Unterricht anders ablaufen wird, weil wir ja Schule der Zukunft sind und angetreten sind, neue Unterrichtskonzepte auszuprobieren. Und das hat auch schon in der fünften, sechsten Klasse angefangen und wird auch weitergehen in Zukunft dann auch in höhere Klassenstufen. Denken Sie, dass die Schule noch geben wird? Auf jeden Fall. Wir sind eine der besten Schulen in Trier. Warum sollte es uns nicht mehr geben? Wie viele Schüler und Schülerinnen, denken Sie, wird es in ein paar Jahren geben? Ich denke, da wir räumlich beschränkt sind, wir versuchen ja seit ein paar Jahren einen Neubau auf das Schulgelände noch zu kriegen, aber die Stadt ist pleite und kann uns das im Moment nicht finanzieren. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir mit derselben Gebäudesituation zurechtkommen müssen wie im Moment. Insofern denke ich, werden wir etwa genauso viele Schüler wie im Moment haben. Das werden so 330, 340 Schülerinnen und Schüler sein. Wie viele Räume wird es in der Schule haben? Ja. Das, was ich eben gesagt habe, gilt natürlich auch für die Raumsituation. Wir werden nicht mehr Räume haben. Ihr kennt die Schule ja. Wir haben Gott sei Dank für alle Fächer Fachräume. Aber an der Klassenraumsituation wird sich nichts ändern. Also wir werden hier nicht umbauen können. Wird in der Schule der Zukunft jedes Kind aufgenommen werden oder wird die Schule rassistisch sein? Oh, das ist ja eine strenge Frage. Liegt darin die Vermutung, dass wir bestimmte Schüler nicht aufnehmen? Also ich denke, wir sind eine Schule, die schon seit Jahren gegen Rassismus kämpft, sowohl was lehrerintern passiert, als auch, dass wir uns sehr stark darum kümmern, wenn wir solche Tendenzen bei Schülerinnen und Schülern erkennen und wir gehen dagegen vor. Also bis hin, dass wir unter Umständen auch die Polizei einschalten werden, wenn Schüler, Schülerinnen oder Lehrer, Lehrerinnen sich rassistisch äußern oder betätigen. Und von der Aufnahme der Schüler, es war bisher immer schon so, dass wir alle Schüler, die sich beworben haben, auch aufnehmen konnten, die wir aufnehmen wollten. Und das waren eigentlich in der Regel fast alle. Wie wird das Gebäude der Schule in der Zukunft noch au von außen aussehen? Naja, von außen, auch das ist im Prinzip vorgeschrieben, dass die Fassade von unserer Schule zum Beispiel oder das ganze Gebäude steht unter Denkmalschutz. Das heißt, wir dürfen gar keine Veränderungen vornehmen. Das heißt, dieser leicht orangene Farbton, den ihr kennt in der Außengestaltung, wird bleiben. Ihr könnt nicht damit rechnen, dass das Schulgebäude plötzlich pink angemalt wird oder so. Also von außen wird die Erscheinung genau gleich bleiben und ich hoffe halt, dass wir im Inneren immer mal wieder renovieren können und ein Stück weiterkommen, dass es einfach schön bleibt im Inneren des Gebäudes. Um welche Uhrzeit wird die Schule in der Zukunft beginnen und wann endet sie? Also was ich denke, was passieren wird, es wird so bleiben, wie es ist. Ja, ich denke, auch weiterhin wird die Schule um 8 Uhr morgens anfangen und die Halbtagsschule wird um 13 Uhr enden und die Ganztagsschule um 16 Uhr. Außer freitags, da gehen ja alle um 13 Uhr nach Hause. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Schule später anfängt, vielleicht 8:30 oder sogar erst um 9, damit alle ausgeschlafen sind und ich wäre auch bereit dafür, dann etwas länger zu arbeiten nachmittags. Dann würde die Schule halt Ganztagsschule bis 4:30 oder 5 dauern oder die Halbtagsschule bis 13:30 oder 2 Uhr. Wie werden die Schüler und Schülerinnen in der Schule der Zukunft lernen?
Die Schülerinnen und Schüler werden in Zukunft sehr mehr selbstständig lernen wollen wahrscheinlich, aber auch sie mehr selbstständig lernen müssen, weil ich hole mal ein bisschen weiter aus. Wir wissen als Lehrer überhaupt nicht, was ihr später wissen müsst. Ja, in der Vergangenheit war es so, dass wir ziemlich genau abschätzen konnten, was die Schülerinnen in der Zukunft wissen müssen. Das ist nicht mehr so, weil einfach die Entwicklung so schnell passiert. Aktuell ist ChatGPT ein Thema, diese künstliche Intelligenz, und damit hat noch niemand vor 2, 3 Jahren gerechnet. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir unseren Unterricht stark verändern müssen und dass wir sehr stark darauf gucken müssen, was interessiert unsere Schülerinnen und Schüler. Und was wollen die lernen? Und das, was sie lernen wollen, da müssen wir Möglichkeiten schaffen, dass Schülerinnen und Schüler das auch lernen können. Und das ist auch unter anderem Ziel von unserem Programm Schule der Zukunft, an dem wir uns ja beteiligen. In der Klasse 5 und 6 fängt es übrigens schon damit an. Werden in 5 Jahren viele Lehrer und Lehrerinnen hier noch arbeiten, die wir halt kennen? Davon gehe ich aus, weil also man nennt das der Generationenwechsel. Ja, Generationenwechsel ist, wenn ältere Lehrer in Ruhestand gehen und jüngere nachrücken. Und wir hatten die letzten 10, 15 Jahre einen starken Generationenwechsel. Das heißt, die meisten Lehrer, Lehrerinnen, die an der Schule arbeiten, sind so zwischen 30 und 40 Jahre alt. Insofern könnt ihr davon ausgehen, dass die meisten Kollegen, Kolleginnen noch 20 Jahre hier unterrichten werden, sofern sie nicht lieber an eine andere Schule wechseln wollen, was ich aber nicht denke, weil sie es hier an der Schule sehr gut haben. Wie lange noch wird es die Container als Klassenräume auf dem Schulhof geben? Ja, leider ist es so, realistisch gesehen wird es die noch lange geben, weil die Stadt hat diese Container, die am Anfang gemietet waren, auch gekauft, weil die Stadt davon ausgeht, dass unsere Schülerzahl stabil bleibt. Insofern wird es leider so sein, sofern die Stadt nicht irgendwann einlenkt und uns einen Neubau auf das Schulgelände baut, werden die Container noch stehen bleiben. Und ich rechne damit bestimmt noch 10, 20 Jahre. Werden viele von uns Schüler und Schülerinnen begeistert vom Internet sein? Naja, ich kriege doch jetzt schon mit, dass ihr das jetzt schon seid. Also, und das wird auch so bleiben, weil einfach positiv gesehen kann man sich im Internet, wenn man schlau genug ist, die ganze Welt erschließen. Man kann im Internet an jeden Winkel der Erde reisen. Man kann sogar, habe ich mir ein Video angeguckt vom Mars, was im Internet zu sehen war. Also das Internet bietet einfach fantastische Möglichkeiten zu lernen und Erkenntnisse zu gewinnen und sich Dinge anzuschauen. Und das kriege ich bei Schülerinnen und Schülern schon mit. Ich hoffe, dass es uns gelingt, als Lehrer, Lehrerin das zu vermitteln, dass es nicht nur darum geht, im Internet Spaß zu haben und irgendwelche lustigen Videos anzugucken, sondern dass es wirklich ein Medium ist, wo man viel Wissen sich aneignen kann, wo man viel lernen kann und viel nachschauen kann. Es ist ja jetzt schon so, wenn man in einer Runde sitzt und jemand stellt eine Frage, wie hieß der Schauspieler, der im Film XY die Hauptrolle gespielt hat, dann googelt man das. Dann geht man auf irgendwelche Suchplattformen und findet ganz schnell die Antwort. Das finde ich toll. Früher habe ich mir dann tagelang den Kopf zerkrügelt. Wird es in der Schule in der Zukunft neue Gebäude für uns geben? Tja. Das hat zwei Dimensionen. Ich fürchte nein, weil Trier eben sehr verschuldet ist als Stadt. Ich wünsche mir ja. Ich hätte da auch schon Ideen, was solche Gebäude unbedingt haben müssten, da wir ja auch seit letztem Jahr als Kulturschule zertifiziert sind, wünsche ich mir zum Beispiel in der Schule einen Veranstaltungsraum mit Bühne. Aber ob das jemals kommen wird, weiß ich nicht. Ich wünsche es mir, aber ernsthaft glauben tue ich es nicht.
Wird die Schule mehr mit dem Internet arbeiten? Davon gehe ich aus. Im Moment findet in dem pädagogischen Kontext, also wo Lehrer, Lehrerinnen ausgebildet werden oder wo sie sich fortbilden, eine große Diskussion statt über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Schule und die ist ja gebunden an das Internet. Insofern gehe ich davon aus, dass der Anteil an Unterricht, der ja sich darauf bezieht und darauf aufbaut, steigen wird. Das ist meine feste Überzeugung. Es geht gar nicht anders. Wird es eine Handystunde geben, in der alle Schüler und Schülerinnen mit ihren Handys spielen könnten? Da muss ich sagen, das halte ich nicht für zielführend, weil spielen kann man in seiner Freizeit, es sei denn, es wären Lernspiele. Dann, also ich bin ja selbst auch Mathelehrer, da gibt es tolle Spiele, wo man auch lernen kann dran. Da würde ich sagen, ja. Allerdings, wenn es einfach darum geht, irgendwelche anderen Spiele, die keinen pädagogischen Sinn haben, zu zocken, dann würde ich sagen, dafür ist Schule nicht da. Dafür ist Schule auch zu teuer. Das können Schülerinnen und Schüler in der Freizeit machen. Wird das mehr oder weniger Regeln in der Schule der Zukunft geben? Oder bleiben die Regeln einfach gleich? Also wir diskutieren ja alle paar Jahre unsere Regeln neu und ich denke, wir haben eigentlich inzwischen ein relativ gutes Regelgerüst. Ich meine, die wichtigsten Regeln sind sowieso, dass man respektvoll miteinander umgeht. Das bezieht sich sowohl, was Schüler, Schülerinnen untereinander sein sollen, was Schüler, Schülerinnen gegenüber Lehrpersonen sein sollen, aber auch was Lehrpersonen gegenüber Schüler und Schülerinnen sein sollen. Und wenn wir das beachten, sind wir ganz gut aufgestellt. Also neue Regeln kann ich mir nur vorstellen, falls es irgendwelche neuen Trends oder Technologien oder irgendwas gibt, die geregelt werden müssen. Aber ich glaube, mit dem, was wir bis jetzt festgeschrieben haben in unserem Regelkatalog, kommen wir ganz gut in die Zukunft. Denken Sie, wird an unsere Schule, wir sind ja halt nur bis 13 Uhr, da lernen wir zum Beispiel nur die Hauptfächer. Denken Sie, wird an unsere Schule zum Beispiel Vereine geben, wo zum Beispiel Fußballverein, Basketballverein, wo man auch eine Karriere starten kann? Naja, da sind wir natürlich in Trier ein bisschen unterrepräsentiert. Also ich glaube, die Mannschaft, die in der höchsten Liga spielt, sind die Trier Basketballer in der zweiten Liga. Eintracht Trier ist im Moment gerade im Abstiegskampf. Also jetzt hier in Trier sportlich eine Karriere anzustreben, ich glaube, das ist nicht von Erfolg gekrönt. Da müsste man in Städte gehen, wo es irgendwelche Sportinternate gibt oder so. Und das setzt wiederum voraus, dass es Vereine gibt, die sehr reich sind, die so etwas finanzieren können. Also da sehe ich nicht unsere Zukunft als Schule. Also jetzt halt nicht so hier zum Beispiel die Karriere starten, aber zum Beispiel viele Schüler interessieren sich ja halt für Basketball, für Fußball. Kann man hier also kann man hier sein, das verstärken an unserer Schule? Das hängt davon ab. Also wir haben ja, was die Ganztagsschule betrifft, durch Corona eine Krise erlebt. Das heißt, 3 Jahre lang jetzt ist Ganztagsschule nicht mehr so, wie sie früher war. Nur früher gab es viel mehr verschiedene Angebote, sowohl im kulturellen als auch im sportlichen Bereich. Und ich hoffe, wenn wir genug Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbereich haben, dass wir das Angebot wieder ausbauen können. Und da gehören für mich auch sportliche Angebote dazu. Aber auch andere Bewegungsangebote wie zum Beispiel Tanz oder ja, Leichtathletik. Also es müssen nicht alles immer Ballsportarten sein. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit natürlich. Wir hoffen, wir treffen Sie auch nächstes Mal. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich für das Interview. Es war für mich sehr spannend und ja, danke nochmal, dass ihr mich befragt habt. So, weißt du, was wir gemacht haben?